Hallo allesamt und will. Oh, wow. Ich doof. Hallo allesamt und willkommen zu Super Mario 64. Das letzte Mal haben wir Boohoos Geisterhaus entgruselt. Und dieses Mal fangen wir mit den Bonusstern des Schlosses an. Zumindest die, die wir im Erdgeschoss holen können. Plus wir holen uns den letzten Stern von Bob-Ombs Battlefield. Dafür müssen wir erst einmal hier direkt nach oben schauen. Dann kommen wir in ein Level. Willkommen zum Flügelkappenkurs. Wenn ich den Knopf dort betätige, bekomme ich die roten Blöcke. So. Was ich aber erst einmal möchte, sind diese rote Münzen. Man sollte die erste Windkappe, die man hat, ausnutzen, denn die ist die längste. Zumindest vermute ich das. Und sie ist auch eine der besten Windkappen. Verdammt. Okay. Es läuft, es läuft. Man kann hier eigentlich ziemlich leicht hinunterspiralen. Falls das ein Wort ist. So, leichter Stern. Wollen wir uns aber den Stern holen? Jetzt hoffe ich, dass ich mir jetzt nicht zufällig den Stern hole. Oh, meine Wingcap. Meine Wingcap, ja. Meine Flügelkappe ist auch gerade ausgegangen. Sehr gut, denn... das finde ich immer wieder lustig. Man kann an den... Man kann sich an ihn dranhängen und dann wird er trotzdem betätigt. Geht mal runter. Sagt es, du bist auf den... Flügelkappenschalter draufgestiegen. Wenn du die Flügelkappe hast, kannst du durch den im Himmel rumfliegen. Und wir speichern. Hier sieht man den Block. Hebt er auch einfach vom Stehen ab. Ja, tut er. Okay. Unser Stern. Der 33. Einer der geheimen Sterne des Schlosses. Auf geht's zum Level, in dem wir die Flügelkappe brauchen. Wie war das so hoch? Oh Gott. Okay. Der Stern. Mario mit dem Flügel im Himmel. Ja. Tolle Übersetzung. Folgendes. Wir haben dieses Level schon lange nicht mehr besucht. Folgendes. Wir schießen uns erneut zu diesem Steinklotz da hinten, der auch eine Kanone drin hat. Und dann von hier aus auf die fliegende Insel. Hier befindet sich eine rote Box. Wow, ich habe sie nicht einmal erwischt. Jetzt gehen wir in die Kanone. Denn die Kanone ist, was wir möchten. Wenn man sich durch die Kanone schießt, ist man ein wenig schneller. Ah, oh, ich bin daneben geflogen. Verdammt! Ja, bei dem großen Fall kann ich mir vorstellen, dass du dir verdammt wehgetan hast, Mario. So, was jetzt ganz praktisch ist, ist folgendes. Man geht jetzt in diese Kanone hier. Man geht in diese Kanone hier. Man geht in diese Kanone hier. Macht folgendes. Man schießt sich hier hin. Mario fängt nach einiger Zeit automatisch an zu fliegen. Und wir bekommen die vierte. Diese Münzen. Ich habe im allerersten Part erzählt, was... Nein, ich habe gar nicht erzählt, was sie tun. Wenn man 5 von ihnen bekommt, dann... bekommt man einen Stern. Wo ist die Münze? Bleib oben, Mario. Verdammt, wo ist die Münze?
Okay, Münze, du darfst wieder auf der... Aha, da hinten ist sie. Die Münze hier taucht... Hat eine weitere Ränderdistanz. Bleib oben, Mario. Und hier. Wenn 5 von diesen sich gezählten Münzen sammelt, bekommt man einen Stern. Den wir jetzt natürlich im Sturzflug geholt haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der letzte Stern im Bobons Battlefield. Die anderen 2 Sterne, die wir verpasst haben, im Erdgeschoss, können wir uns noch nicht holen. So. Der nächste geheime Stern des Schlosses. Das war sicher genauso geplant. Find dich hinter dieser Tür. Hier heißt es, man kann in eines dieser 3 Gemälde reinspringen. Steht auf diesem Brett da drüben geschrieben. Und es ist immer das Rechte. So, was man jetzt machen möchte, ist so schnell wie möglich hier runterrutschen. Okay, man bekommt den Stern so oder so, wenn man hier runterrutscht. Das heißt, hauptsächlich einfach nicht runterfallen. Funktioniert bisher ganz gut bei mir. Und ich bekomme den geheimen Stern, von dem viele nicht wissen, dass es ihn gibt. Beziehungsweise es nicht wussten. So einer der schwierigsten versteckten Sterne in Super Mario 64. Warum? Weil es keinen, wirklich keinen Hinweis darauf gibt, dass man einen Stern bekommt, wenn man weniger als 21 Sekunden hat beim Rutschen. Es gibt keinen, nicht einen einzigen. Und viele Leute waren dann hier mit allen Sternen außer einem und haben sich gefragt, wo zum Teufel ist der Stern? Da ist er. Man rutscht hier runter in weniger als 21 Sekunden und schon bekommt man den Geheimstern. Den super geheimen Stern des Schlosses. Wir gehen erneut hier hinein. Aber diesmal brauchen wir nicht, um Zeit zu rutschen, deshalb rutsche ich trotzdem mal so schnell wie möglich hier runter. Na, schade, kein One-Up. Man kann theoretisch, wenn man vorher noch sich in dem Anfangsraum umsieht, und ich habe ihn schon wieder bekommen. Wenn man sich vorhin in dem Anfangsraum umsieht, kurz bevor man auf die Rutsche kommt, findet man dort einen blauen Schalter, der die blauen Münzen erscheinen lässt. Dann kann man hier theoretisch ein Leben bekommen. Und in dieser Box hier befindet sich noch ein Stern. Also 2 Sterne in einem geheimen Kurs. Damit wären 36. Im Erdgeschoss gibt es noch einen einzigen Geheimstern, den ich jetzt holen möchte. Okay, Mario, halt dich dran fest. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ein schwarzes Loch, das ich bereits gezeigt habe in Episode 3. Und hier gibt es eben auch eine Seite. Hier gibt es eben auch ein Loch auf dieser Seite. Dieses hier ist aber ein versteckter Stern. Beziehungsweise beinhaltet einen versteckten Stern. Es ist ein typisches Sammler, 8 rote Münzen. Vor jedem dieser Fenster befindet sich ein Münzkreis mit einer roten Münze darin. Und in jeder Ecke, bei so einer Säule hier, befindet sich auch eine rote Münze. Diesem Level ist eigentlich nicht schwer. Also, dass es vielleicht unter Wasser ist und man theoretisch drin ertrinken könnte. Bei so vielen Münzen bezweifle ich aber, dass irgendjemand darin ertrinkt.
Damit hätten wir unsere 7. Münze. Und dort hinten befindet sich die letzte Münze, die wir noch brauchen, damit wir den Stern bekommen. Sehr schön. Letzter Stern. Ja, über dem Stern befindet sich noch ein Münzring. Bin ich mir sicher, ob man dafür alle Münzen bekommen muss. Aber... ja, offensichtlich schon. Okay, dann eben nicht. Vielleicht muss ich in der Höhe schwimmen. Gut. Dann ist es auch egal. Ziemlich sicher, man kann da oben irgendwie ein Leben bekommen. Egal. Ein weiterer Stern für uns. Einer der Geheimsterne des Schlosses. So. Und ich bin mir fast absolut sicher, du bleibst hier, dass das der letzte geheime Stern hier unten war. Wir haben zwei in dem geheimen Level. Wir haben einen dort bei der Jolly Roger Bay geheimen Level. Wir haben den hier in der Mitte. Und wir haben uns den fehlenden Bob aus Battlefield geholt. Ich würde sagen, das war's vorerst mit den geheimen Sternen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.